Hey du, hä? Hey du, hä? Gell? Mache auch ohne Alkohol Spaß, ha? Mhm. Ja, ja, das stimmt. Hure Spass kann man haben. Mal, mal. Fernsehen schauen geht zum Beispiel. Joggen geht, hure geil. Ein gutes Buch lesen geht und einen Kaffee trinken zum Beispiel geht alles hure gut. Aber mit Kollegen weggehen am Abend zum Beispiel geht nicht so gut. Also es geht schon, so schlimm ist es nicht, gell? Nein, nein. Zusammen etwas essen, ein Weili trinken und ich ein Mineral. Mal, mal, dann geht hure gut. Und dann zum Dessert alle anderen vielleicht noch so einen feinen Grappa, gell? Und ich so einen hausgemachten Mango, Papaya, Rüebli, Rettich, Ingwer, mit einem Schuss Vanillaroma, wo mir der Kellner mit einem mitleidigen Lächeln auf den Tisch stellt. Momol, da geht auch super. Solange ich dem Kellner nicht sage, dass das einfach eine verdammte 1 Dezi Gemüsecremesuppe ist und auch eine bleibt. Auch wenn er ein Käse auf den Zahnstocher spießt und drin dünkelt mit so einem Blick, der sagt: Schau mal, wie schön ich das gemacht habe, hä? Hä, du? Hä? Den anderen habe ich einfach so den Grappa reingeleert. Ganz lieblos. Aber bei dir nicht, gell? Du hast einen ganz eigenen, speziellen Trink bekommen. Hä, du? Super, gell? Das sind die anderen nicht. Weisst du, du bist speziell. Momol, da geht hure super so ohne Alkohol. Aber Spass macht das wegen dem noch lange nicht. Spätestens dann nicht, wenn deine Freunde, meinen, sie müssen den Blick vom Kellner verbalisieren und es dann laut aussprechen, sodass es alle im Restaurant auch hören. Oh, schau mal, Renato, hast du einen ganzen eigenen speziellen Trink bekommen? Hey, so schön. Bist halt ein bisschen spezieller, hä? Und dann lachen alle und du lachst mit, schliesslich hast du ja deine Kollegen gern. Zumindest hast du das mal gemeint, dort mal, wo du noch getrunken hast. Und das ist eben schön, wenn man mit Kollegen und ohne Alkohol unterwegs ist. Man hat nicht nur mega viel Spass, sondern man fühlt sich auch so richtig speziell.